Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, es ist jetzt 6.29 Uhr am Montagmorgen und ab heute werde ich versuchen, euch eine typische Woche mit dem E-Golf zu filmen. Einfach meinen Alltag, wann fahre ich wohin, wie viele Kilometer verbrauche ich, wann lade ich. Diese ganzen Geschichten, die Marissa auch schon mit der Zoe gemacht hat. Leider war jetzt gerade die Zeitumstellung und ich muss hier mit dem miserablen dunklen Licht leben. Letzte Woche war es um diese Zeit schon ein bisschen heller. Und eine ganz normale Woche werde ich nicht hinbekommen, weil es ist tatsächlich die Car-Woche. Das heißt, arbeitstechnisch ist es ein bisschen kürzer. Ich schalte jetzt schon mal das Auto an, damit ich euch gleich hier mal filmen kann, wie die Verbrauchswerte und alles sind. Ja, es ist die Car-Woche. Ich habe eine etwas verkürzte Woche. Ich muss nur 4 Tage arbeiten, aber warum ich das unbedingt diese Woche noch machen wollte, ist, weil ich, jetzt geht das Radio noch an, Gott sei Dank keine Musik, sonst kriege ich wieder Copyright-Probleme. Ja, weil ich diese Woche noch einmal am Mittwoch in den Schwarzwald fahren werde und somit quasi so meine bisherigen typischen Verbräuche ab übernächster Woche, ich habe dann eine Woche Urlaub und ab übernächster Woche werde ich das dann wahrscheinlich nicht mehr machen, diese Fahrten in den Schwarzwald jede Woche. Dann werden natürlich auch meine Kilometerleistungen deutlich runtergehen. Also, ich zeige euch das hier gerade mit der Handkamera nochmal kurz, wie das momentan aussieht. Ihr seht, ich habe noch Restkilometer von 149. Leider zeigt einem der Golf ja keine Prozente an. Der Durchschnittsverbrauch, den sieht man jetzt gerade nicht. Den habe ich nämlich ab Start gerade auf 0 gesetzt. Wir wollen uns das gerade mal anschauen hier auf dem Display. Also ab Start, das steht jetzt alles auf 0. Ich kann die Langzeitdaten euch anzeigen. Ich habe 1121 Kilometer gefahren, Tag 1. Durchschnittlich 32 km/h gefahren und ich hatte einen Durchschnittsverbrauch jetzt im Winter von 15,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das wird wahrscheinlich diese Woche, kommt drauf an, wie viel Kilometer ich auf die Uhr bekomme, ein bisschen runtergehen, einfach aus dem Grund, weil es diese Woche tatsächlich etwas wärmer werden soll. So, ich denke, das kann ich euch ausblenden. Ich fahre jetzt los zur Arbeit. Das sind etwa 6 Kilometer. Und dann werde ich heute meinen ganz langen Tag haben. Praxisbeginn 7.30 Uhr und es geht erst um 18 Uhr nach Hause. So, ich bin angekommen in der Tiefgarage. Das ist natürlich eine ganz praktische Sache, dass ich hier bei der Arbeit quasi einen eigenen Parkplatz in der Tiefgarage habe, leider ohne Lademöglichkeit. Mal schauen, ob sich das mal noch irgendwann verändert. Ich werde euch noch mal kurz hier die Daten zeigen. So, jetzt. Also, ich habe, er sagt jetzt, 5 Kilometer gefahren. Oder ich bin 5 Kilometer gefahren bei einem Durchschnittsverbrauch von 17,9. Das ist natürlich, das wäre jetzt sicherlich noch ein bisschen nach unten gegangen. 7 Grad Celsius hat es hier unten in der Tiefgarage. Draußen hatte es vorhin 4,5. Ich habe 13 Minuten gebraucht. Ich habe übrigens eine Sache vergessen. Es ist keine ganz normale Woche, diese Woche. Zwar ist sie einen Tag kürzer, aber ich bin tatsächlich alleine. Das heißt, Marissa macht einen kleinen Kurztrip, Kurzstädtetrip, übrigens mit der Zoe. Und ich hoffe, sie filmt uns allen oder für euch ein kleines Video. Sie ist in Tübingen in dieser Woche für 3 Tage. Das heißt, ich habe sicherlich die eine oder andere kleine Fahrt mehr. Ich muss mich um alles selbst kümmern, um Luna, um die Einkäufe und alles, was wir uns normalerweise teilen würden. Ja, jetzt geht's los. Ich werde jetzt arbeiten gehen und dann sehen wir uns wahrscheinlich nach der Arbeit. So, hallo. Also, mein Arbeitstag ist zu Ende. Lange ist es gegangen. Es ist jetzt 17.43 Uhr. Restkilometerstand. Ich filme es euch gerade nochmal. Wie heute Morgen, als ich das Auto abgestellt habe. 142 Kilometer.
eigentlich ist der Tag heute bezüglich E-Golf ein bisschen langweilig. Ich werde jetzt einfach nach Hause fahren. Ich mache noch einen ganz klitzekleinen Umweg. Und zwar fahre ich noch mal kurz bei Kaufland vorbei. Nicht, weil ich noch einkaufen müsste, sondern ich will einfach noch mal kurz schauen, ob in der Zwischenzeit die zweite Ladesäule bei Kaufland repariert ist. Das könnte nämlich für mich diese Woche noch interessant werden. Ich muss ein bisschen aufpassen hier, in der Tiefgarage ist etwas eng. Ja, das könnte noch interessant werden diese Woche, weil ich ja Mittwoch nach Bad Peterstal fahren will oder werde. Oder muss, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt, dieses komische Geräusch. Und zwar habe ich, das ist eine Sache tatsächlich, das kann ich ja mal kurz erwähnen, die ich am E-Golf ein bisschen, naja, ein bisschen schlecht finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar die Rückfahrkamera, die ja aus dem VW-Symbol ausklappt, sobald man den Rückwärtsgang einlegt. Das finde ich eigentlich eine super Sache, weil das Ding kann natürlich so nicht so leicht verschmutzen und so weiter durch Spritzwasser und so Dinge oder bei Regen. Aber wenn die ausklappt und einklappt, das ist ein wahnsinnig lautes Geräusch. Ich habe jetzt im Moment gerade hinten die Sitze umgeklappt, weil ich was transportiert habe am Wochenende und das ist einfach laut. Ja. Klingt so ein bisschen billig, so ein bisschen lästig, aber egal. Jetzt fahre ich aus der Tiefgarage raus, fahre noch kurz bei Kaufland durch, da sehen wir uns noch mal kurz. So, ich bin jetzt hier auf dem Parkplatz von Kaufland. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung, warum ich das jetzt noch mal nachschaue. Ich würde dann eventuell, weil das hier direkt an meiner Arbeit, an dieser Strecke zur Arbeit liegt, wäre das natürlich super, wenn ich vielleicht morgen Abend hier kurz vorbeifahren könnte nach der Arbeit und nochmal ein bisschen den Akku nachladen könnte. Ich muss mal schauen, aber vielleicht reicht es mir am Mittwoch auch ganz gut. Ja, ich sehe es schon, leider ist die Ladesäule weiterhin defekt. Ich zeige euch das kurz. Oh, das ist jetzt ein bisschen sehr, sehr hell da draußen. Ich zoome da mal ein bisschen ran. So, ihr seht, es ist ein bisschen zu hell, tut mir leid. Aber die Ladesäule ist defekt, wunderschön markiert in der Zwischenzeit, aber von Verbrennern zugeparkt. Macht jetzt heute natürlich nichts, die Ladesäule ist weiterhin defekt. Trotzdem finde ich es ein bisschen dreist, nach wie vor auf so einen markierten Parkplatz zu stehen. Und es ist tatsächlich so, also die Parkplätze sind jetzt inzwischen sehr, sehr gut markiert. So, jetzt geht's ab nach Hause. Ich zeige euch dann nochmal, wie der Stand ist mit den Kilometern und so weiter. Ja, heute E-Golf-mäßig langweiliger Tag, Weg zur Arbeit und zurück. Gibt es nicht viel zu sagen, aber das ist nun mal der Alltag. So, ich bin zu Hause angekommen. Ich zeige euch gerade noch mal kurz die Daten. Er hat mir jetzt hier auf die Langzeitdaten umgeschalten. So, diesmal sind es 6 Kilometer. Das liegt einfach daran, auf dem Rückweg von der Arbeit, darf ich nicht den Schleichweg fahren. Das ist in die Richtung verboten. Das heißt, ich fahre die Landstraße, da ist einfach so ein knapper Kilometer mehr. Außerdem habe ich eine kurze Runde über den Parkplatz von Kaufland gemacht. Ihr seht, 14,915 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, 18 Minuten habe ich gebraucht. Ja, das war der Montag, der erste Tag. Bis morgen. Schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Ja, ich mache es mir heute mal ein bisschen einfach. Ich hoffe, das funktioniert hier mit der ganz kleinen Kamera. Es ist 6.27 Uhr. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit gleich. Ihr seht, das ist der falsche Screen.
Das war gestern, 6 Kilometer auf dem Rückweg gefahren, 15 Kilowattstunden gebraucht. Ja, ihr seht, ich bekomme gerade die Anzeige, dass es ein Update gibt. Das kann ich natürlich jetzt um diese Zeit nicht machen. Ich fahre jetzt zur Arbeit. Heute steht meines Wissens tatsächlich wieder nichts Besonderes an. Einfach zur Arbeit und zurück. Mal sehen, was sich im Laufe des Tages noch ergibt. Ich zeige euch dann gleich, wenn ich in der Praxis angekommen bin, wieder die Kilometerstände bzw. die Restkilometer. Jetzt 132 Kilometer stehen auf der Uhr. Dann geht's jetzt mal los. Bis gleich. So, ich bin tatsächlich in der Arbeit angekommen, stehe in der Tiefgarage. Ihr seht, jetzt stehen wieder die 5 Kilometer da, 11 Minuten gebraucht, 120 Kilometer Restreichweite. 6,5 Grad hatte es übrigens, nein, es hatte draußen 5,5. Ja, und ihr seht, ich habe doch einen relativ hohen Verbrauch von 18. Vorhin war es noch 17,9, jetzt 18,1 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist eben dieser wahnsinnig kurzen Strecke geschuldet, bei den etwas niedrigen Außentemperaturen. Wir können ja gerade noch mal schauen, die Langzeitdaten, ja gut, die sehen im Moment auch nicht so viel besser aus. 15,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer in insgesamt 1138 Kilometer. So, jetzt geht's zur Arbeit. Theoretisch habe ich Sprechstunde bis 17 Uhr. Mal schauen, wie spät es nachher wird. So, ein bisschen ungeplant bin ich jetzt doch wieder schon mittags im Auto. Es ist 11.46 Uhr. Mein Termin um 12 fällt offensichtlich aus. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, über den Mittag schnell nach Hause zu fahren und mich um Luna zu kümmern. Luna ist ja jetzt alleine zu Hause, weil Marissa im Urlaub ist. Und somit habe ich jetzt tatsächlich mehr als 2 Stunden Zeit, kurz nach Hause zu fahren, mich um Luna zu kümmern und was zu essen. Das zählt natürlich nochmal ein paar Kilometer auf die Uhr und gehört natürlich auch ganz normal zum Alltag mit dem Elektroauto dazu. Ja, wenn ich zu Hause bin, zeige ich euch die Verbrauchsdaten. So, ich bin zu Hause angekommen. Muss man hier das Symbol rausnehmen, genau. Also zu Hause angekommen, 12 Minuten gebraucht, 6 Kilometer, 13,9 Kilowattstunden. Das heißt, ihr seht, jetzt bei 9 Grad Celsius Außentemperatur im Vergleich zu heute Morgen bei 5 oder sowas, wo die Wärmepumpe dann erstmal doch einspringen muss, da braucht man dann doch ein bisschen mehr Strom. Ja, 29 km/h gefahren, also jetzt auf 14 Kilowattstunden hochgegangen. Das Ganze natürlich weiterhin mit Winterreifen. So, und jetzt werde ich mal Luna befreien. Überraschenderweise schon nach wenigen Tagen meine neue Ladekarte von Maingau gekommen. So, ich bin wieder in der Praxis angekommen. Interessanterweise hat er jetzt die beiden Fahrten von der Praxis nach Hause und wieder hierher zusammengezählt. Wir haben also jetzt eine Gesamtstrecke von 11 Kilometer, 24 Minuten unterwegs gewesen, 14,0 Kilowattstunden, Außentemperatur 12 Grad. Ja, jetzt geht's arbeiten, bis später. So, es ist 17.24 Uhr. Ich habe den Dienstag geschafft. Ja, der Tag ist vorbei. Ich bin wieder zu Hause. Luna findet es gerade total doof. Ich schau mal, ob ihr sie hier sehen könnt. Die steht hinter der Scheibe und bellt mich an. Naja, ich zeige euch ganz kurz nochmal die Fahrdaten. Ich habe jetzt 16 Minuten nach Hause gebraucht, das war typischer Feierabendverkehr, die üblichen 6 Kilometer Heimweg, 14 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, das pendelt sich jetzt so ein bisschen ein. So, ihr seht hier unten 103 Kilometer Restreichweite. Ja,
Ich bin so ein bisschen am Überlegen. Morgen geht es nach Peterstal. Das sind insgesamt so knapp 70 Kilometer, nicht ganz. 100 Kilometer sollten da eigentlich locker reichen. Ich weiß aber nicht, was morgen noch so an Fahrten auf mich zukommt. Es kann sein, ich muss einen kleinen Umweg fahren. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal noch für so eine Stunde oder so die Wallbox an den E-Golf hängen und einfach noch mal ein paar Kilowattstunden reinladen. Das muss nicht unbedingt viel sein. Also eine Stunde reicht da locker. Ich häng's dran und ich zeige euch dann morgen früh, sehen wir dann, was an Kilometern da ist. Schönen Abend und morgen geht's weiter. Ich zeige euch das jetzt gerade noch mal kurz in der Amtron-App. Ja, ihr seht, im Moment lädt das Ganze mit 2,6 kW, allerdings auch bei 6 Ampere nur. Ich stelle jetzt mal den Ladestrom auf 8 Ampere. Jetzt dauert das ein bisschen. Jetzt als erstes wird die maximale Ladeleistung auf 5,5 gehen. Das hat man jetzt gesehen. Und jetzt springt dann gleich die aktuelle Ladeleistung auf 3,2. Wir schauen uns das jetzt mal noch im SMA Home Manager an. Ich möchte einfach wissen, ob ich momentan so ein bisschen autark bin und woher der Strom kommt, den ich lade. Also ihr seht, 1,64 Kilowatt erzeugt das Solardach im Moment. Nicht so optimal, es ist schon fast dunkel und bewölkt. Aber ich muss nur 34 kW, also 340 Watt aus dem Netz beziehen. Ihr seht, heute war die Autarkie nicht schlecht. Ich schaue gerade mal kurz in den Speicher. Das sind jetzt nicht die aktuellen Daten. Auch das dauert ein bisschen, bis es synchronisiert wurde. Jetzt wird erst das Wetter synchronisiert. Und jetzt sieht man den aktuellen Wert. Also aus dem Akku fließen gerade 1880 Watt in mein Auto mit rein. Guten Morgen. Es ist Mittwoch, Tag 3 meines kleinen Videotagebuches. Ich werde euch gleich schon mal die Daten hier filmen. Ja, heute bezüglich dem E-Golf, heute ein bisschen spannenderer Tag. Heute werde ich ein bisschen mehr Kilometer fahren. Die letzte Fahrt wird hier noch angezeigt. Das war der Heimweg gestern von der Arbeit. Das Wichtige ist, denke ich, 136 Kilometer habe ich noch Restreichweite. Ich fahre jetzt in die Praxis und das Ganze bei 8,5 Grad Außentemperatur, also relativ warm heute Morgen. Ja, ich fahre jetzt in die Praxis, werde da bis um 12 Uhr etwa sein. Vielleicht sogar, wenn es gut läuft, ein bisschen kürzer und werde dann direkt weiterfahren nach Peterstal, Bad Peterstal-Griesbach. Da ist eine Klinik, in der ich jeden Mittwochmittag Konsile mache, also auch wieder neurologische Patienten sehe. Da fahre ich dann heute Mittag hin, das sind etwa so 35 Kilometer. 35 stetig bergauf. Und deswegen habe ich gestern, das habt ihr gesehen im Video, habe ich gestern nochmal den E-Golf an die Wallbox gehängt gehabt und habe ja so eine starke Stunde, ein bisschen mehr als eine Stunde geladen. Das war auch gut so eben. Ich habe jetzt 136 Kilometer Restreichweite. Das sollte mir für den Tag heute auf jeden Fall reichen. Heute Abend geht es noch kurz zum Friseur, unbedingt notwendig. Und ja, ich habe das gestern so eingestellt gehabt. Ihr habt das gesehen, ich habe in der App der Wallbox den Ladestrom verändert auf etwa 8 Ampere. Dann hat der E-Golf so schön langsam vor sich hingeladen, so mit 3,2, 3,5 kW. Das war ideal. Das hat gerade noch das Solardach geliefert, plus dann noch ein bisschen aus dem Akkuspeicher im Keller. Das war perfekt. Das heißt, ich habe im Prinzip die paar Kilometer, die ich dazu gewonnen habe, rein mit Solarstrom geladen. Das war wirklich ganz gut. So wünsche ich mir das. Darum habe ich den E-Golf also nicht voll Power
mit 7 kW laden lassen. Das ist so das Prinzip, das wir so ein bisschen verfolgen. Wenn jetzt noch richtig viel vom Dach kommen würde, also von der Photovoltaikanlage, dann könnte man das mit diesem Überschussladen nochmal machen. Aber das war gestern viel zu wenig, da würde also zu wenig Strom fließen. Das waren gerade noch so 1,5, 1,8 kW, was da gestern Abend geliefert wurde. So, damit das Video, das jetzt schon nach 2 Tagen relativ lang geworden ist, nicht noch viel, viel länger wird, höre ich jetzt hier auf. Ich bin auch wahnsinnig müde, muss ich zugeben. Irgendwie, weiß nicht, ob es die Zeitumstellung ist oder dass ich jetzt schon seit Weihnachten ohne einen freien Tag durchgearbeitet habe, also außer den Wochenenden. Ich freue mich einfach, dass jetzt dann Ende der Woche Feiertag ist und ich dann eine Woche frei habe. Also, auf geht's zur Arbeit. Bis später. So, schon wieder in der Praxis angekommen. Noch ganz kurz die Daten, wie es gerade aussieht. Ich filme es euch ganz kurz. So, also wieder 5 Kilometer, 11 Minuten, 14,6 Kilowattstunden für den frühen Morgen ganz gut. Aber ihr seht auch 8,5 bis 9 Grad Außentemperatur. 130 Kilometer Rest, damit komme ich auch bei dem miesen Wetter heute, Regen, Sturm und so weiter nach Peterstal. Jetzt gehe ich arbeiten, bis später. So, ich habe meinen Vormittag ziemlich hektisch und leider ein bisschen zu spät in der Praxis beenden können und bin jetzt auf dem Weg nach Peterstal. Als ich gerade losgefahren bin, waren 132 Kilometer Restreichweite. Im Akku, ja, das wird mir bestimmt locker reichen. Ich werde euch dann die Verbrauchsdaten und alles nochmal filmen, wenn ich in Peterstal angekommen bin. Genau, und bis dahin höre ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen Podcast. Das ist immer wunderschön auf dem Weg nach Peterstal. Da hat man so eine halbe Stunde, 35 Minuten Zeit, ein bisschen Podcast zu hören. Ich filme euch dann, wie es mit den Verbräuchen aussieht. Bis später. So, ich bin in Peterstal angekommen. War eine angenehme Fahrt, konnte ganz gut durchfahren, ohne große Verkehrsbehinderungen. So, und ich zeige euch jetzt die Daten. So, jetzt haben wir es. Also, ich bin gefahren 33 Kilometer ab der Praxis, habe 37 Minuten gebraucht, durchschnittlich 53 km/h. Und habe einen Durchschnittsverbrauch von 16,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer bei einer Außentemperatur von 9 Grad Celsius. Restkilometeranzeige, da erschrickt man jetzt, wenn man hier oben ankommt, 80 Kilometer. Das heißt, ich bin 33 Kilometer gefahren. Als ich losgefahren bin, hat es mir 132 Kilometer Rest angezeigt. Das heißt, laut Restkilometeranzeige hätte ich 52 Kilometer verbraucht, was natürlich Quatsch ist. 16,3 Kilowattstunden finde ich jetzt aber persönlich gar nicht so schlecht. Einfach aus dem Grund, es geht auf diesen 33 Kilometer wirklich stetig bergauf. Also ich bin jetzt wirklich permanent die ganzen fast 40 Minuten nur bergauf gefahren. Ja, jetzt mache ich hier noch meinen Job, bin heute zum letzten Mal in der Klinik, werde aber nächste Woche nochmal kommen, um mich gebührend zu verabschieden und ein paar Sachen zu erledigen. Ja, dann sehen wir uns wieder, wenn es den Berg wieder runtergeht. Und dann kann ich euch schon versprechen, haben wir ein bisschen andere Verbräuche. Bis später. Das war ein verdammt kurzer Tag. Erstaunlicherweise bin ich deutlich früher als gedacht fertig mit meinen Patienten in der Klinik. Bin jetzt wieder auf dem Weg nach Hause. Ja, jetzt kann man mal gespannt sein, wie viel Kilowattstunden ich brauche. Ich muss das hier allerdings, sehe ich gerade, neu einstellen. Ja, jetzt habe ich hier alles auf Null stehen und Hochzus waren es ja 16 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Jetzt wird das deutlich weniger sein. Das Schöne an dieser Tour ist wirklich, dass man weit, weit Strecken mit dem Tempomaten fahren kann. Das mache ich hier wirklich wahnsinnig gerne.
Das funktioniert hervorragend. Es gibt ein paar sehr scharfe Kurven, wo man dann hier von Hand ein bisschen den Tempomaten runterregeln muss. Aber ansonsten kann man wunderschön schwimmen. Ich denke mal, die Verbräuche, der Verbrauch wird jetzt heute nicht ganz optimal sein. Beim nach unten fahren. Es regnet sehr, sehr stark. Ich weiß nicht, ob ihr das hört im Kameramikro. Temperatur, gut, die ist natürlich fast optimal mit 9,5 Grad plus. Und dazu kommt, es ist ziemlich, ziemlich windig. Ja, ich werde jetzt mal wieder ein bisschen Podcast hören und zeige euch dann, wenn ich wieder unten bin, in Offenburg und zu Hause bin, wie der Verbrauch war, wie viele Kilometer und so weiter. So, ich bin zu Hause angekommen. Es ist jetzt erst 15 Uhr, wirklich sehr schön früher Feierabend heute. Das ist wirklich toll, jetzt kann ich noch einen Kaffee trinken. Ich zeige euch jetzt mal nochmal die Daten, die ich jetzt zusammengefahren habe. Also 10 Grad Außentemperatur, 31 Kilometer waren es jetzt nur. Es ist natürlich zu mir nach Hause ein ganz kleines bisschen kürzer wie von der Praxis nach Peterstal. Wieder 33 Minuten gebraucht, 9,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ich habe das Ganze schon mit noch weniger Verbrauch geschafft. Das war jetzt heute sicherlich dem starken Regen und Wind geschuldet. Ihr seht es hier unten, 69 Kilometer Restreichweite. Das heißt, ich habe jetzt für die letzten 31 Kilometer habe ich gerade mal 11 Kilometer Restreichweite sozusagen aufgebraucht. Also bergab sieht man in diesem Fall wunderschön, wie wenig Energie man braucht. Ja, das war eigentlich der Mittwoch gewesen. Heute Abend geht es noch kurz zum Friseur. Da zeige ich euch noch mal kurz die Daten. Nichts Spektakuläres, nur gerade 3-4 Kilometer ins nächste Dorf. Aber dann bin ich für Ostern wieder einigermaßen vorzeigbar. Und dann bis später. So, jetzt geht's gleich noch zum Friseur. Ich habe euch noch einen klitzekleinen Nachtrag. Den filme ich euch. Ich habe euch vorhin nur die Daten gezeigt, was der Verbrauch war, wieder oben runter von Peterstal nach Offenburg. Hier, weil ich gestern Abend ja geladen habe, sieht man jetzt im Prinzip die Zusammenfassung. Der ganze Weg von Offenburg nach Peterstal und zurück waren 69 Kilometer. 1 Stunde 29 war ich heute insgesamt unterwegs mit allen Fahrten. Und das Ganze hat 13,1 Kilowattstunden auf 100 Kilometer gebraucht. Ja, jetzt steigt Marissa ein und die ist nämlich wieder zurück aus Tübingen. Wir gehen jetzt zum Friseur zusammen, einfach ein Dorf weiter und dann zeige ich euch nochmal die Daten. Genau, bis später. So, der Tag ist fast geschafft. Ich weiß nicht, ob ihr es in dem miesen Licht seht. Endlich wieder kurze Haare. Wir sind zurück vom Friseur. Ich zeige euch jetzt gerade nochmal kurz, oder beziehungsweise Marissa filmt es euch, den Bildschirm. Ne, es läuft noch nicht, muss man zweimal drauf drücken. So, jetzt filmt's. Also, 12 Kilometer waren es jetzt insgesamt. Wie gesagt, war nur das Nachbardorf. 20 Minuten Fahrt waren das und 15,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ihr seht 10 Grad Außentemperatur und jetzt habe ich gerade mal noch 46 Kilometer Restreichweite. Der Golf hat uns auch gerade angepiepst, nur noch 50 Kilometer. Für morgen früh zur Arbeit und zurück wird es noch reichen und dann muss ich wieder laden. Also, bis morgen. Schönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, morgen der vierte Tag des Videotagebuches. Wieder mal 6.27 Uhr. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit, natürlich. Aber heute mein letzter Arbeitstag vor dem Osterurlaub. Ich zeige es euch kurz, ich habe noch 46 Kilometer Restreichweite. Moment, stopp, wir müssen... Also, das war gestern noch, ne? Die Fahrt zum Friseur und zurück. 16 Kilowattstunden, 5,5 Grad Außentemperatur, Langzeitdaten. Ich habe tatsächlich ein bisschen Verbrauch gut gemacht in dieser Woche. 15,8 war es am Anfang, wenn ich mich richtig erinnere. 15,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer sind es jetzt. Jetzt geht's zur Arbeit. Ich muss heute tatsächlich nur bis 13 Uhr arbeiten. Donnerstag ist mein freier Nachmittag. Und dann geht's in den Osterurlaub.
Ich freue mich wahnsinnig drauf, weil ich habe jetzt seit Weihnachten durchgearbeitet, habe es schon mal gesagt. Ja, eine Woche frei, das ist jetzt wirklich notwendig. So, ihr seht wahrscheinlich jetzt hier eingeblendet, halt, ich bin schon wieder bei den Langzeitdaten. 5 Kilometer, 11 Minuten, lief gut, 15,8, 15,7 hat es mir gerade angezeigt. Hier unten in der Tiefgarage 7,5 Grad. Bei der Fahrt hat es jetzt gerade über die Felder 4,5 Grad. Jetzt gehe ich noch bis 13 Uhr arbeiten und dann sehen wir uns quasi im Urlaub wieder. Es ist geschafft. Der Arbeitstag ist beendet. Es ist 13.05 Uhr wirklich super pünktlich fertig geworden. Das gibt es normalerweise gar nicht, aber ich bin jetzt wirklich erledigt. Ich musste jetzt tatsächlich auch den Riesenstapel mit irgendwelchen Anfragen und Papieren doch mit in den Urlaub nehmen. Es war jetzt doch zu viel, um das noch hinzukriegen. Ja, jetzt ist Urlaub. Nächste Woche haben wir durchaus vor, mal einen kleinen Roadtrip zu machen. Vielleicht ins Elsass, wenn das Wetter mitmacht. Und nächste Woche am Ende des Urlaubs steht ja noch Sinsheim an, die Elektromobilitätstage im Technikmuseum, wo wir ebenfalls sein werden, wie viele andere YouTuber auch. Das heißt, das wird schon fast ein YouTube-Treffen werden. Ich fahre jetzt nach Hause, werde nochmal einen ganz kurzen Schlenker bei Kaufland vorbeimachen. Das liegt hier direkt an der Straße, um zu schauen, ob die vielleicht diese Woche endlich mal diese Ladesäule repariert haben. Ich glaube es zwar immer noch nicht, aber es lohnt sich immer mal zu schauen, weil tatsächlich ich bin jetzt bei 36 Kilometer Restreichweite. Das heißt, ich muss heute unbedingt laden. Jetzt fragen sich, das will ich nämlich mal kurz erklären, jetzt fragen sich vielleicht manche von euch, ja Mann, der hat doch eine Wallbox daheim, warum steckt er nicht einfach sein Auto an und labert hier immer lange rum? Es geht mir einfach darum, ich möchte zu Hause möglichst Strom von der Photovoltaikanlage laden. Erstens ist er umsonst und zweitens tatsächlich dann auch wirklich grün sozusagen. Und das zweite ist, dass ich eigentlich schon auch immer ein bisschen schaue, dass ich umsonst laden kann, wenn es irgendwie geht. Das heißt, hier in Offenburg gibt es ja viele, viele Möglichkeiten. Eben bei den verschiedenen Supermärkten kann man umsonst laden. Habe das ja schon ausführlich erklärt und das finde ich eigentlich schon eine gute Sache. Ich meine, so ein Elektroauto kostet ein bisschen mehr Geld. Deswegen finde ich schon wichtig, umsonst laden zu können. Ich fahre jetzt hier übrigens gerade an der Ladesäule bei Kaufland vorbei. Die ist nach wie vor defekt. Also kann ich hier heute oder will ich hier heute nicht einkaufen gehen, heute Mittag, um mein Auto zu laden. Falls Marissa, die ja wieder aus dem Urlaub zurück ist, schon eingekauft hat heute Vormittag, dann werde ich jetzt schlicht und ergreifend zu Hause laden. Es ist sogar einigermaßen schönes Wetter. Vielleicht hat unsere Photovoltaikanlage ja sogar den Akku etwas aufgeladen. Ja, ich zeige euch dann gleich, wenn ich zu Hause bin, wieder die Verbrauchswerte und alles. Und dann starte ich in den Urlaub. Ich bin zu Hause angekommen, wieder 6 Kilometer, 14 Minuten, trotz kleinem Schlenker, 13,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. 31 Kilometer Restreichweite, also heute ist tanken angesagt und 9,5 Grad Außentemperatur. Also, wir haben einen Entschluss gefasst. Marissa ist da. Ja, wir sind unterwegs tatsächlich zum Einkaufen bzw. zum Mittagessen und Einkaufen. Mittagessen ist ein bisschen spät, aber wir wurden noch aufgehalten und jetzt gehen wir erstmal was essen, dann einkaufen. Das Ganze natürlich wieder Werbung, Werbung, Werbung. Keine Werbung bei Kaufland. Weil in der Zeit, wo wir das erledigen, kriegen wir wahrscheinlich den Golf sogar voll. 30 Kilometer Restreichweite. Also wird jetzt dann langsam Zeit. Wenn wir an Kaufland sind, dann zeige ich euch wieder die ganzen Stände und das Laden. Bis gleich. So, wir sind nicht bei Kaufland, sondern wir sind bei Edeka, weil bei Kaufland wieder die Ladesäule zugeparkt war. Wie kann man diese Ladesäule jetzt noch zuparken? Ein fetter, dicker Insignia, also kein armer Mensch,
Auf dem anderen Parkplatz stand eine Zoe, hat geladen, vollkommen super. Ja, jetzt sind wir zu Edeka gefahren, da gibt es eine Ladesäule, auch die ist umsonst. Mein Problem natürlich, ich kann da nur mit 7,5 kW laden. Das heißt, wir werden jetzt zwar essen und einkaufen, das wird eine Weile dauern, aber naja, wirklich viel werde ich da nicht abbekommen. Das ist wirklich, wirklich ärgerlich. Also ich bin jetzt hier schon im Eco-Plus-Modus, weil mir die Kilometer dahin geschwunden sind. Ich zeige es euch gerade. Das ist der aktuelle Stand. Es hat natürlich jetzt die Fahrt von der Praxis nach Hause noch mitgerechnet, aber 13,5 Kilowattstunden, das ist natürlich super, aber nur noch 22 kW Rest. Ja, nee, jetzt Kilometer Rest, ja. Mhm. Gut, dass ich meine Soufflöse dabei habe. Und jetzt wird geladen. So, wir sind vom Einkauf zurück, ziemlich genau eine Stunde geladen. Ihr seht, 76 Kilometer Restreichweite. Ich habe echt einen Riesenhals wegen so einem super arroganten Honk, der eine Ladestation zuparkt. Ja, habe ich halt jetzt eben bei weitem nicht so viel laden können. Jetzt geht's zurück nach Hause zum Kaffee. Also, wir sind wieder zu Hause. Seit dem Start in der Praxis, in den Urlaub quasi, haben wir 24 Kilometer zurückgelegt und ich bin richtig überrascht. 12,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer bei 11 Grad Außentemperatur. 72 Kilometer Rest. Irgendwann am Wochenende werde ich nochmal laden. Es soll besseres Wetter werden noch. Dann machen wir das mit der Photovoltaikanlage. Jetzt geht's Kaffee trinken. Der Kaffee, der ist in der Zwischenzeit getrunken und am Donnerstagabend, nachdem ich jetzt das Video in groben Zügen geschnitten habe, möchte ich dieses Alltagstagebuch mit dem E-Golf einfach auch schon beenden, weil die nächsten Tage wird nicht mehr viel passieren. Es kommen die Osterfeiertage, wir sind fast durchgehend zu Hause. Das heißt, wegen kurzen Strecken jetzt nochmal ein bisschen was zu filmen, ich denke, das ist nicht sehr zielführend. Ja, deswegen soll es das schon gewesen sein. Wenn ihr ein ähnliches Video wie das hier von Marisa mit der Zoe sehen wollt, dann verlinke ich euch das hier oben. Ansonsten wird es tatsächlich das nächste Video von uns, wird ein Video von Marisa sein, wie sie mit einer Freundin in Tübingen war. Sie hat zwar nicht viel gefilmt, aber das, was sie gefilmt hat, das wollen wir euch nicht vorenthalten. Ja, dann freut euch auf die kommenden Videos und bis bald.